Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Ja, wir sind wieder da und wir spielen heute drei Partien. Und ja, nach der minimalistischen Episode letztes Mal, wer euch erinnert, alle Spiele sind 1-0 in dieser Episode ausgegangen, wollte ich das heute natürlich mal wieder etwas besser machen und etwas besser in der Offensive sein und dafür stabiler in der Defensive. Auch wenn wir eigentlich relativ stabil waren, wenn alles 1-0 ausging. Wir haben zwar einige davon verloren, aber auch einige gewonnen. Und von daher, ja, geht es diesmal aber nicht ganz so gut los. Wir spielen gegen RB Leipzig in der Liga. Das heißt natürlich, sie sind aufgestiegen. Und ja, wir gehen 1-0 in Rückstand durch einen relativ frühen Treffer. Den wollen wir natürlich relativ schnell ausgleichen. Und dann ist es Moses Simon, der aber an dem RB Leipzig-Keeper scheitert. Dann dieses klasse Solo von Deli auf Petersen und der mit einer richtig starken Flanke. Oder besser gesagt, mit so einer flachen Flanke halt auf Moses Simon und der steht in der Mitte und macht diesmal alles richtig und trifft zum 1-0. Aber wirklich nochmal wunderbar durchgesetzt von Mats Möller-Deli und dann diese klasse Hereingabe von dem werten Herrn Petersen, die Simon Gott sei Dank dann einfach nur noch machen muss. Dann aber die Führung für Leipzig wieder nur ein bisschen später, aber ja, zählt nicht, abseits entschieden, hätte man im Ansatz vielleicht sehen können, dass er ein Stückchen im Abseits stand, also bleibt es erst noch beim 1-1, aber Leipzig drückte hier zu Hause eindeutig auf Sieg und dann ist es Atin Schnuckern oder wie der heißt, der hier per Volley-Dropkick das 2-1 macht. Nächste Gelegenheit, diesmal der Ball wieder drin und wieder auf Abseits entschieden. Selke diesmal, der Mann, der im Abseits steht. Also ja, Leipzig wollte das dritte Tor, schaffte es nicht bis ja, zu diesem Zeitpunkt dann hier. Schlecht verteidigt, sehr schlecht verteidigt. Und dann ist es aber Martinia, der das 3-1 verhindert. Ich habe dann alles nach vorne geworfen, keine Chance kreieren können. Stattdessen verhandeln wir uns einen Konter und dann landet der Ball bei Bruno und dann bei Sabitzer. Und dann ist der Ball drin und wir verlieren 3-1 bei RB Leipzig. Das ist natürlich ein Ergebnis, mit dem ich ganz und gar nicht zufrieden bin. Also das geht natürlich überhaupt nicht. Aber ihr seht schon, Leipzig hatte deutlich mehr Schüsse und so. War natürlich ein verdienter Sieg, aber ja, da war ich nicht sehr mit meiner Leistung und der meines Teams zufrieden. Also, ja, das war auch nicht, wenigstens mal kein 1-0, muss man schon fast sagen, aber nicht die Leistung oder die Reaktion, die ich erhofft hatte. Wir sehen, Weigel steigt auf 80, Janko auf 75 oder 74, eins von beiden. Und ja, entwickeln sich wunderbar meine Spieler, so will ich das gerne. Dann ging es übrigens hier im Pokal, ja, Pokalspiel bei den Bayern und ich musste auf zweite Mannschaft umstellen, weil die Fitness von der ersten nach dem letzten Spiel katastrophal war und mit der zweiten Mannschaft auswärts zu den Bayern zu fahren, da hatte ich nicht sonderlich viel Lust drauf, also habe ich mich quasi freiwillig ergeben, um mich voll auf die Liga zu konzentrieren, um halt meine stärkste Mannschaft im wichtigeren Spiel in der Liga zu Hause gegen die Bayern direkt hinterher spielen zu lassen. Also im Pokal sind wir leider raus, da wir halt bei den Bayern ran mussten und ja, 2-1 können wir wenigstens mit erhobenen Hauptes aus dem Pokal raus. Gut, hätte ich wahrscheinlich selbst nicht spielen können mit der Mannschaft, die ich hätte aufbringen müssen. Von daher bin ich schon fast zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem 2-1. Aber ja, jetzt wollen wir es besser machen. Zu Hause gegen die Bayern. Natürlich keine Aufgabe, die man sehen will, aber wir gucken uns kurz die Aufstellung der Bayern an und sehen uns diese Abwehrkette an und fragen uns, wer ist das? Wen lassen die Bayern da spielen? Wo sind die üblichen Verdächtigen? Wo ist Boateng, Martinez, Benatia, Lahm und Co. KG? Keiner von denen da und ja, sehr, sehr interessante Ausstellung auf jeden Fall der Bayern. Wir hatten die erste Chance der Partie, Julian Weigel mit einem Distanzschuss, der dann doch daneben geht, ein gutes Stück. Und dann auf der Gegenseite Martinia, der sich gleich mal auszeichnen darf. Und diese Chance. Hey, dann ein Antritt von Douglas Costa, der natürlich schwer zu halten war von meiner Defensive und wieder Martinia gegen diesen Kunstschuss da. Aber die Bayern am Kombinieren und am Kombinieren. Wir sehen uns diesen Angriff an und dieses Mal, ja, ist Martinia dann chancenlos und die Bayern gehen 1-0 in Führung zu diesem Zeitpunkt natürlich hochverdient, denn ich hatte wirklich nach vorne nicht viel zu bieten. Stattdessen Douglas Costa mit der nächsten Gelegenheit, wieder Martinia und dann endlich mal unsere erste Gelegenheit, wo wir uns mal richtig Platz gearbeitet haben. Dann ist es Griffo, der aber an
Manuel Neuer im Tor scheitert. Haben wir jetzt Blut geleckt? Konnten wir uns jetzt nochmal etwas mehr nach vorne begeben? Erstmal nochmal Latte und Martinha und dann 90. Minute plus 5. Die letzte Chance, hier doch noch einen Punkt mitzunehmen. Und es ist kein Eiern, der mit nach vorne gerannt ist, aber Neuer hält auch diesen Ball. Die zwei guten Chancen, die wir hatten, pariert er und so verlieren wir natürlich mit unserem Standardergebnis 1:0. Und ja, spricht man jetzt schon von der Krise? Wir haben alle drei Partien in dieser Episode bisher verloren. Einmal simuliert, zweimal selbst gespielt. Also ich war natürlich nicht sonderlich gut drauf nach diesen Partien und habe mich schon gefragt, nehme ich jetzt überhaupt weiter auf oder machen wir eine kurze Episode? Aber ich dachte mir, ich kann nicht eine ganze Episode raushauen, wo ich wirklich, nichts auf die Reihe kriege. Und mit nichts sage ich wirklich gar nichts. Also kein Sieg, kein Unentschieden in einer Episode, es geht irgendwie nicht. Und deswegen musste also noch eine dritte Partie her. Und eigentlich wollte ich mir wirklich den Frust von der Seele schießen, dieser letzten Partie. Und wer passt dazu besser, werden wir uns das kurz angucken. Das fand ich nämlich sehr interessant, denn plötzlich nach den drei Niederlagen kam diese Anfrage, und zwar Schalke hätte mich gerne als neuen Trainer. Ich habe kurz überlegt, quasi hier zu stoppen und zu sagen, ey Leute, was haltet ihr davon? Sollen wir vielleicht von Freiburg wegwechseln zu Schalke? Aber ja, nein. Ich dachte mir, das können wir nicht tun. Das ist zwar auch interessant, vielleicht so eine Karriere aufzuziehen, wo man wirklich immer so lange spielt, bis man ein ordentliches Jobangebot hat und dann quasi einfach nur eine Karriere macht, wo man auf sich selbst fixiert ist, immer von Club zu Club aufzusteigen. Also ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, dass man quasi erst beim schlechteren Club anfängt, nicht ganz schlecht, aber und dann sich zum Beispiel jetzt ein Schalke angeboten. Wenn wir dann bei Schalke werden, würde dann vielleicht irgendwann ein Angebot kommen von Bayern und dann von Real und dann von Barca, was weiß ich. Ja, wir spielen gegen Stuttgart und gehen hier endlich mal 1:0 in Führung. Schöne Kombination, Metzmüller-Deli und dann ist es Moses Simon, der trifft. Aber ja, das, was ich eben gesagt habe, ist vielleicht eine Idee wert, wenn euch irgendwie sowas in der Art gefallen könnte, kann ich es mir mal überlegen. Aber ja, wir bleiben bei Freiburg, wollen zusehen, dass wir sie in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht konkurrenzfähig machen, um die Spitze mitzuspielen. Ob wir das schaffen, wer weiß. Aber jetzt war gegen Stuttgart dran, wir hatten die besseren Chancen bis zur 90. Minute und dann hatte Stuttgart die dicke Chance auf den Ausgleich. Kopfball Gentner und Martinha lenkt den Ball an die Latte und sichert uns so endlich 3 Punkte. Das ist zwar nicht wirklich Frust von der Seele schießen, dieses 1:0 Standardergebnis, ne? Aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Wichtig für uns auch in der Tabelle mal wieder nicht noch weiter abzurutschen. Naja, wir sind am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, bewerten bitte nicht vergessen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich habe auch ein bisschen Ultimate Team gespielt, also dürfte auch bald mal wieder Ultimate Team kommen. Und ja, wir sind trotzdem noch starker Siebter, trotz schwächerer Episode. Und läuft ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.